Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Frank-Walter Schmidtz und ich werde Sie in den nächsten circa 15 Minuten mit dem Thema sichere Passwörter erstellen und managen vertraut machen. Fragen können Sie gerne im Chat stellen. Dort sind jetzt auch schon die wichtigsten Links vorhanden. Die werden aber später auch in der Videobeschreibung zu finden sein. Außerdem gibt es zur Coffee Lecture ein Handout. Dort sind alle Informationen verschriftlicht. Einfach unter iliasunigießen.de/ub schauen. Dort gibt es einen Bereich Coffee Lecture Material und dort finden Sie das Handout. Diese beiden Nachrichten waren alleine in den letzten 3 Tagen auf dem Heise News-Ticker zu finden. NitroPDF, eine Datenbank mit 77 Millionen Nutzereinträgen, geleakt. Zum Preis von 3 US-Dollar bekommen Sie E-Mail und IP-Adressen, Passwörter und andere Informationen. Gestern dann die Nachricht, 220 Millionen Datensätze geklaut, Gefahr für alle Steuerzahler Brasiliens. Da kommen Sie an Namen, Geburtsdaten, Steuernummern, Kfz-Daten und andere Dinge. Sie sehen also, vermutlich ist das hier Alltag, Hacker-Alltag. Aber ich gehe davon aus, dass Sie von diesen beiden Hacks nicht betroffen waren und insofern nochmal Glück gehabt haben. Aber wie sieht es denn mit der Vergangenheit aus? Auf der Website haveibeowned.com können Sie das prüfen. Ich war schon mindestens 5-mal von einem Einbruch betroffen. Prominente Dienste davon sind hier zum Beispiel Adobe 2013 oder auch Dropbox 2012 und noch kleinere Dienste. Dass ich betroffen war, das war eigentlich gar nicht so schlecht, denn dadurch habe ich mich mit dem Thema natürlich ein bisschen intensiver befasst. Und es gab vor einem guten Jahr auch mal eine Untersuchung in Unternehmen. Und das ergab, dass Schulungen im Grunde genommen zur Passwortsicherheit, Computersicherheit ziemlich wirkungslos sind. Und die allermeisten lernen tatsächlich nur durch Schaden. Und ich weiß nicht, vielleicht war JLU Offline für Sie auch schon ein solches Ereignis. Das HRZ hat uns damals neue Passwörter zwangsverordnet, zum Glück. Und ändern kann man die auch nicht. Und auch das ist gut, sonst hätten wir wahrscheinlich wieder unser altes Passwort hervorgekramt und vielleicht eine 2 oder ein Plus oder irgendwas drangehängt, weil wir uns das natürlich viel leichter merken können. Also fragen Sie sich einmal selbstkritisch, hat sich Ihr Passwortverhalten schon geändert oder war JLU Offline für Sie auch noch nicht aufrüttelnd genug? Solche Einbrüche sind für mich persönlich jenseits des betroffenen Dienstes kein ernstes Problem. Es liegt daran, dass ich seit über 10 Jahren einen Passwortmanager verwende und mich auch an folgende Regeln halte. Und die möchte ich mit Ihnen mal kurz durchgehen. Jeder Dienst bekommt sein eigenes Passwort. Die Passwörter sind komplex, sind also lang genug, enthalten Sonderzeichen etc. Außerdem bestehen sie aus Zufallsmustern. Ich selbst kann mir also meine Passwörter gar nicht mehr merken. Mit einer Ausnahme, das ist das Masterpasswort meines Passwortmanagers. Das ist besonders komplex und lang und ist das einzige, das ich mir noch merke. Außerdem versuche ich, wenn immer möglich, die 2-Faktoren-Authentifizierung, kurz 2FA, zu verwenden. Wie Sie es lieber nicht machen sollten, können Sie zum Beispiel der Liste der beliebtesten Passwörter entnehmen. Auf den vorderen Plätzen sind da immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Oder bestimmte Tastenkombinationen von Buchstaben, die auf der Tastatur dicht beieinander liegen. Das ist alles bekannt. Aber sehr häufig sehe ich auch bestimmte Muster. Also man denkt sich ein Grundpasswort aus und dann hängt man eine Zahl dran oder wandelt das ein bisschen ab. Das Problem solcher Muster ist, die sind natürlich sehr leicht durchschaubar. Und wenn dann ein Passwort mal abhanden kommt, dann ist es meistens für einen Hacker relativ leichtes Spiel, wenn er das System durchschaut, das auch für andere Dienste zu verwenden. Das kann eben nicht passieren, wenn man das Passwort wirklich komplett zufällig generieren lässt.
Die häufigsten Gefahrenquellen, wie Passworte und andere Daten abhanden kommen, sind ja Hacks von Diensten, bei denen man registriert ist, und das lässt sich im Grunde genommen überhaupt nicht vermeiden. In der Regel ist es so, wenn so ein Dienst gehackt ist, dann wird man aufgefordert, sein Passwort zu ändern, und dann ist das auch gut. Aber wenn Sie dieses Passwort jetzt für andere Dienste auch verwendet haben, sind die Passwörter natürlich verbrannt. Zweite Gefahrenquelle sind Brute-Force-Angriffe, dass also computergesteuert bestimmte Nutzername, Passwortkombinationen einfach ausprobiert werden. Phishing ist super beliebt. System-Hacks. System-Hacks sind deswegen so doof, weil sie nicht wissen, was passiert eigentlich im Hintergrund auf ihrem Rechner. Zum Beispiel ist da ein Keylogger, der ihre Tasteneingaben mitschneidet. Oder werden ihre Mails abgegriffen. Gefahrenquelle Kolleginnen oder im Grunde genommen alle, die auf ihren Rechner vielleicht auch Zugriff haben, vielleicht auch mal in der Pause oder so, und fremde Rechner. Zum Thema Phishing, vor ein paar Monaten hatten wir da an der JLU eine Kopie von Ilias. Also da haben Hacker einfach das komplette Ilias kopiert, und das sah dann natürlich auch genauso aus. Und wenn man dann auf so eine gefälschte Seite geführt wird, gibt seinen Nutzernamen und Passwort ein, dann meldet man sich nicht im System an, sondern gibt seine Daten im Grunde genommen einfach an die Hacker direkt weiter. Das ist so bei Phishing ein ganz großes Problem. Sie finden jetzt hier noch Tipps von der Stiftung Warentest aus dem letzten Jahr. Auch das sollte man berücksichtigen. Geräte, wenn man nicht am Platz ist, möglichst sichern oder sperren. Das E-Mail-Konto schützen, das ist deshalb so wichtig. Wenn Sie Ihr Passwort wiederherstellen möchten oder ändern möchten, dann kommt in der Regel an das bekannte Mail-Konto eine Mail. Und wenn Ihr Mail-Konto gekapert ist, dann landet die Mail möglicherweise auch nicht bei Ihnen, sondern direkt bei den Hackern. Hack-Check wird empfohlen, und da gibt es hier diese beiden Adressen. Die eine habe ich Ihnen schon gezeigt. Auch das Hasso-Plattner-Institut ist da eine gute Anlaufstelle. Das einfach probieren, steht alles im Handout. Achtung bei Browsern. Im Browser können Sie in der Regel ja auch Passwörter speichern. Auf den ersten Blick ist das auch sicher und da kommt man nicht so ohne weiteres ran. Aber stellen Sie sich vor, jemand hat Zugriff auf Ihren Rechner und Sie haben alles im Browser gespeichert, dann ist man natürlich auch sehr schnell auf den Diensten, ohne die Passwörter eingeben zu müssen. Alte Konten sollten Sie möglichst löschen. Und früher hat man gesagt, Passwörter regelmäßig ändern, das ist eigentlich out. Das sollte man nicht mehr machen. Komplexität ist besser. Also lieber ein Passwort verwenden, das möglichst komplex ist. So, ich möchte Ihnen jetzt im Schnelldurchgang mal den von mir eingesetzten Passwortmanager KeePass vorstellen. Der ist kostenlos, Open Source, in allen Betriebssystemen verwendbar, inklusive Mobilgeräten. Er ist sehr weit verbreitet und auch sehr bewährt. Den richten Sie ziemlich schnell ein. Also Sie laden den hier unter der Adresse KeePass.info herunter, installieren den, geben ein Masterpasswort ein. Das, wie gesagt, müssen Sie sich unbedingt merken. KeePass fordert Sie dann auch zum Ausdruck eines Emergency Sheets auf. Da notieren Sie sich alles nochmal, drucken sich das also aus und legen es an einen sicheren Ort. Und dann sind Sie auch schon im Programm und können direkt loslegen. Da sind dann schon so ein paar Testeinträge drin. Auf dieser Folie sehen Sie, wie man konkret mit KeePass arbeitet. Also Sie möchten sich zum Beispiel bei einem Dienst registrieren. Ich habe hier mal den Mängelmelder der Stadt Gießen genommen. Da muss man also sich mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden, kann sich natürlich registrieren. Immer wenn ich vor so einem Fenster stehe, öffne ich im Hintergrund KeePass und notiere mir gleich alles. Also Username in dem Falle, hier die E-Mail-Adresse. Für heute habe ich mal coffeelecture@waldspediz.de dort eingetragen. Und dann generiert KeePass für Sie automatisch schon ein komplexes Passwort. Sie sehen dann auch, wie sicher das ist. Das können Sie verwenden. Ich persönlich nutze aber dann auch gern den integrierten Passwortgenerator. Da können Sie nämlich das Passwort so generieren lassen, wie Sie es möchten. Ich persönlich verwende beispielsweise das I und das L und die 0 und das O nicht gerne, weil da eine hohe Verwechslungsgefahr besteht, wenn man es dann doch mal manuell eintippt. Die nächste Frage ist dann im Grunde genommen, wenn ich den Eintrag angelegt habe, wie kann ich mich das nächste Mal, wenn ich jetzt durch Gießen fahre, einen Mangel festgestellt habe und den melden möchte, wie kann ich dann vorgehen? Ich gehe natürlich wieder auf die Seite. Idealerweise habe ich den URL zur Seite im Passwortmanager mit hinterlegt. Dann ist es auch gleichzeitig noch
so eine Verwaltung für die Lesezeichen. Klicke einfach in mein Anmeldefenster hinein, wechsle dann zu KeePass, suche mir meinen Eintrag, klicke dort mit der rechten Maus, wähle Perform Autotype und dann werden diese Felder automatisch ausgefüllt und ich werde angemeldet. Ich muss also das Passwort gar nicht mehr selbst eintippen oder so, sondern das erledigt alles der Passwortmanager für mich. Die Anmeldesequenz, die muss man manchmal ein bisschen anpassen. Bei manchen Diensten, Google zum Beispiel, da muss man auf der ersten Seite die Mailadresse und auf der zweiten erst das Passwort eingeben. Diese Anmeldesequenz können Sie verändern, editieren. Außerdem gibt es noch so ein paar nützliche Funktionen, zum Beispiel der automatische Workspace-Log, dass also auch der Passwortmanager nicht ewig offen auf dem Rechner liegt, sondern zum Beispiel nach 2 Minuten sich automatisch schließt. Und es gibt noch hier so eine Option gegen Keylogger, dass ein Passwort nicht einfach so eingetragen wird, sondern dass ein bisschen versteckt wird. So, das war's zu dem Passwortmanager KeePass und vielleicht fragen Sie sich, das ist aber doch immer noch ziemlich unbequem. Und dazu muss man sagen, ja, das stimmt. Aber Hacks sind deutlich unbequemer. Und der Verlust ihrer digitalen Identität droht gegebenenfalls. Und ich weiß, wie der Blutdruck plötzlich ansteigt, wenn man eine Benachrichtigung von einem Dienst bekommt. Möglicherweise sind sie gehackt worden. Und wenn das ein großer Dienst ist, über den sie vieles machen, dann ist das wirklich sehr unlustig. Es ist Besserung in Sicht. Teilweise gibt es schon Alternativen in der Biometrie, also dass man sich mit Fingerabdruck anmelden kann. Auf dem Smartphone beispielsweise geht das schon ganz bequem, auch mit Homebanking-Anwendungen oder mit der Gesichtserkennung. Das funktioniert bei mir, wenn ich mich morgens bei Windows anmelde, da muss ich nur in die Kamera schauen und dann wird das geöffnet. Und die zweite Möglichkeit sind physische Sicherheitsschlüssel. Sie sehen hier ein System, das habe ich gestern erst von einem Kollegen kennengelernt. YubiKey heißt das Ganze. Das ist also wirklich ein Schlüssel, den müssen Sie dann in Ihren Rechner stecken und nur dann können Sie den entsperren und das können Sie für viele Dienste auch nutzen. So, dann komme ich auch schon zum Ende mit einer Zusammenfassung als wohlwollendem Appell. Laden Sie sich das Handout herunter auf Ilias, gehen Sie die Checklisten durch, installieren Sie sich einen Passwortmanager, nutzen Sie ihn, ersetzen Sie Ihre alten unsicheren Passwörter, retten Sie Ihre digitale Identität. Wann sollten Sie damit starten? Ja, am besten jetzt gleich nach der Coffee Lecture. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Fragen können Sie jetzt gerne im Chat oder auch per Mikro stellen, später aber auch gerne per Mail.